die Römer. Ärger gemacht bei den Führungskräften in den Anstalten selbst, nach dem Motto, ihr zeichnet das Gegenfernsehen aus. Das, was wir zwar auch machen wollen und machen müssen, weil die Gesellschaft es uns abverlangt, aber was wir nicht immer so ins Rampenlicht gestellt sehen wollen. Das kann ja so am Rande mitlaufen, aber müsst ihr denn ausgerechnet nur diese Sachen auszeichnen? Und es hat Ärger gemacht bei der CDU. Also die niedersächsische CDU hat damals aufgefordert, den Preis sehr intensiv zu prüfen, woher denn das Geld käme und ob denn das alles sein müsse. Das war für den Preis eine ungeheuer wichtige Phase. Das kann ja sicher ans Revers heften. Das bleibt auch. Die Bewegung des Dokumentarfilms hin zur Wirklichkeit der Arbeitswelt wurde vom Fernsehspiel aufgegriffen und weiterentwickelt. 1973, Grimme-Preis an Klaus Wiese und Christian Ziewer für den Film Liebe Mutter, mir geht es gut. Aber ihr glaubt euch noch nicht im Ernst, dass die euch da eure alte Akkordseite wiedergebe, wo ihr auf euer altes Geld kommt. Und einmal angenommen, sie machen die Aufnahme. Die finden garantiert Tricks raus, dass ihr euch wieder drücken könne. Nur mal langsam, Chef. Wir haben schon unsere Mittelchen, dass wir auf die richtigen Zeiten kommen. Also meiner Meinung nach ist der Weg von Gerhard der richtige. Ihr müsst hier zusammenbleiben, bis die Betriebsleitung kommt. Und da werden wir denen schon zeigen, da können sie das Theater nicht abziehen, wie sie es bei der Belegschaftsversammlung machen. Da müsst ihr zur Farbe bekennen. Mann, du hast eine blühende Fantasie. Mach dir doch nichts vor, Alfred. Ihr seid 50 Mann oder 60 oder 70. Da könnt ihr nicht einfach drüber weggehen. Ich glaube, dass Fernsehspiele die Arbeitswelt, die Hochschule, den gesamten Nicht-Freizeitbereich stärker wieder reflektieren und auf spannende Weise darbieten, dass es die zu wenig gibt. Das gesamte politische, zeitkritische Fernsehspiel mit den Ausnahmen Staatskanzlei, mit den Ausnahmen der Dinge, die Horst König Stein gemacht hat, über Gütt zum Beispiel, über den Journalismus, Wehner, das sind aber wirkliche Ausnahmen. Das eigentlich harte Fernsehspiel ist aus dem Programm fast vollständig verschwunden, also worüber auch am nächsten Tag wirklich geredet wird. Das wäre meiner Meinung nach auch heute auch in einem solchen fragmentierten Fernsehmarkt wieder gut möglich. Es würden zwar etwas weniger Leute gucken, es hätte nicht mehr 40% Einschaltquote, sondern vielleicht nur noch 10%, aber das sind ja schon eine ganze Masse Leute. Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk, NDR. Programmauftrag. Der NDR hat den Rundfunkteilnehmern einen objektiven und umfassenden Überblick über das internationale, nationale und länderbezogene Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sein Programm soll der Information und Bildung sowie der Beratung und Unterhaltung dienen. Programmgrundsätze. Der NDR ist in seinen Sendungen an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Er trägt zur Verwirklichung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bei. Die Programme des Norddeutschen Rundfunks sollen die internationale Verständigung fördern, für den Frieden und die Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit eintreten, sowie zur sozialen Gerechtigkeit mahnen. Staatsvertrag des ZDF, § 2. Gestaltung der Sendungen. In den Sendungen der Anstalt soll den Fernsehteilnehmern in ganz Deutschland ein objektiver Überblick über das Weltgeschehen, insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit vermittelt werden. Der WDR soll die internationale Verständigung fördern, zum Frieden und zur sozialen Gerechtigkeit mahnen, die demokratischen Freiheiten verteidigen, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen beitragen und der Wahrheit verpflichtet sein. Das ist Gesetz. Das ist die Rechtslage für den Norddeutschen Rundfunk, ist der Staatsvertrag. So sieht es auch in anderen Sendern aus. Was ist der Zusammenhang zwischen diesen Staatsverträgen und dem Grimme-Preis? Also ich glaube, dass diese Begriffe Information, Bildung, Beratung, Unterhaltung, aber auch die Wertvorstellungen, die in den Programmgrundsätzen zum Ausdruck kommen, hier am Programm selber interpretiert und weiterentwickelt werden müssen. Dies, wie es im Staatsvertrag steht, ist ja noch nicht operationalisierbar für einen Redakteur, der Programmverantwortung trägt. Und das muss diskutiert und muss ausformuliert werden. Und ich denke, dass der Grimme-Preis in seinen Entscheidungen dazu Anstöße geliefert hat, auch in die Anstalten darüber nachzudenken, wie das konkret aussehen kann. Ich meine, zunächst einmal gilt natürlich dieser hohe, ideale Anspruch für das Gesamtprogramm des ZDF. Und es kann nicht immer in jeder einzelnen Sparte und in jedem Jahr in jeder einzelnen Sparte verwirklicht werden. Aber
das Fernsehspiel, glaube ich, kann doch etwas sehr Spezifisches, kann Geschichten erzählen. Einmal aus unserer Geschichte, aus unserer Literatur, aus der Gegenwart, natürlich über Probleme der Gegenwart, über zwischenmenschliche Beziehungen, Geschichten, die spannend sind, die sich den Leuten vermitteln, womit Zuschauer wiederum sich teilweise identifizieren, teilweise reiben können. Also ich glaube, man kann schon zu einem großen Teil mit dazu beitragen, dass dieser Anspruch erfüllt wird, wenn er natürlich auch immer nur partiell erfüllt werden kann. Als wir angefangen haben, in der großen Zeit des Fernsehspiels, wo Sie vielleicht gleich wieder sagen werden, man gerät in die Nostalgie, wenn man sich daran erinnert, dann ist man doch auch angetreten mit dem Wunsch, nicht nur das zu machen, was den Anfang des Fernsehspiels ausmachte, nämlich ein verlängertes Theater herzustellen, sondern in diesem Medium insgesamt auch aufklärerisch tätig zu sein, mit unterhaltenden Mitteln natürlich. Also etwas zu leisten im Sinn der Aufklärung von Gesellschaft. Und ich meine, dass jeder, der in so einer Institution sitzt, ja auch eine Aufgabe in sich spürt, die er erfüllen möchte. Und das war etwas, was für mich ganz natürlich war. Das war es in der Zeit, in der ich selbst produziert, und das ist es auch in der Zeit, in der ich auf diesem Stuhl hier sitze. Sie werden mich fragen, warum macht der Mann das denn alles? Und ich antworte Ihnen: Oben und unten. Beide Seiten der Arbeitswelt werden im Fernsehspiel zum Thema gemacht. Mich fragen, warum macht der Mann das denn alles? Diese letzte Stelle streichen Sie bitte, Fräulein Wirtz. Das da, warum macht der Mann das alles? Ich diktiere weiter. Gleich anschließend an Gefahren der Zeit. Vergessen Sie, meine lieben Mitarbeiter, bei all Ihren Diskussionen eines nicht, dass der, der diesen Betrieb leitet, auch für ihn verantwortlich ist. Die Gewerkschaften als Unternehmer. Coop, ein Selbstbedienungsladen. Ein Informant öffnet die Türen. Die Herren sind verreist. Das kann ich nicht sagen, tut mir schrecklich leid. Ja. Ja, ich werde es ihm ausrichten, wenn er sich meldet. Auf Wiederhören. Wenn er sich meldet. Das Schiff fährt im Nebel, die Instrumente fallen aus, nach und nach. Die Kapitäne sind nicht an Bord. Bangkok, Hongkong, Rio, La Paloma. Weiße Taube, brasilianische Früchte. La, 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 la. In Brasilien haben wir eine Transportgesellschaft, die ganz ordentlich dasteht. Und wir haben auf 150 Hektar 150 Kühe. Diese 150 Kühe sind in der Zwischenzeit mit dem dazugehörigen Land verkauft. Und wir hatten noch eine Villa irgendwo in der Gegend zwischen Sao Paulo und Rio de Janeiro. Hier haben wir, hier ist ein Foto gemacht worden, glaube ich, ne? Dieses kommt bekannt worden. Ja, das ist richtig. Hier hat Frau Kölbe, die eine außerordentlich begabte Fotografin ist, Herrn Dr. Otto dazu bewegt, seinen Finger auf den Globus zu legen, als wenn sich der Globus nach seinem Kommando drehte. Genau zeigen, wo? Überall? Ja, Risiko. Otto hatte in guten Jahren, glaube ich, bis zu 5 oder 6 Millionen Mark kassiert. An Gehältern, an Tantiemen, an Gewinnbeteiligungen. 5 bis 6 Millionen Mark, das ist ungefähr, also es ist mehr in einer Stunde wahrscheinlich, als eine Kassiererin im Monat verdient. Ich glaube, dass der Preis im Sinne von Anmahnung eigentlich wenig leisten kann, sondern im Sinne einer positiven Förderung, indem er sagt, das sind die Modelle, die auch unter heutigen Bedingungen gut funktionieren, die sowohl einen ästhetischen Anspruch haben, einen politischen Anspruch haben, auf die gesamte Gesellschaft bezogen sind oder auf wichtige Teile dieser Gesellschaft,
aber die auch in diesem Markt wirklich gehen und die dem Medium angemessen sind. Das ist mir ganz wichtig. Das ist ja das Generalkriterium des Preises. Er soll Produktionen auszeichnen, die die Möglichkeiten des Fernsehens auf hervorragende Weise nutzen. Bilder aus dem Fernseharchiv werden mit Protokollen aus dem geheimen Archiv des Politbüros in einer Spielhandlung zusammengeführt. Störungen der Volksfeste verhindert. Berlin. In den Abendstunden des 7. Oktober versuchten in Berlin Randalierer, die Volksfeste zum 40. Jahrestag der DDR zu stören. Der Besonnenheit der Schutz- und Sicherheitsorgane ist es zu verdanken, dass beabsichtigte Provokationen nicht zur Entfaltung kamen. Die Redelsführer wurden festgenommen. Und das alles nur, weil wir friedlich demonstrieren. Wir wollen nichts Schlechtes. Was ich eben schon unter vier Augen mit dem Generalsekretär der KPdSU, Genosse Michail Gorbatschow, betont habe, das will ich auch hier zu Beginn sagen. Der unzerstörbare Bruderbund mit der KPdSU und UdSSR sind auch in Zukunft ein sicheres Unterpfand der erfolgreichen Entwicklung der DDR. Sie sehen, wir kommen immer wieder auf den Punkt, das Fernsehspiel hat zu tun mit gesellschaftlichen Entwicklungen, sei es soziologischen, sei es aber auch medienpolitischen Umfeldentwicklung. Was für ein Partner ist in dieser Hinsicht der Grimme-Preis für einen Abteilungsleiter oder für einen Redakteur damals? Also ich denke, dass der Grimme-Preis genau das widerspiegelt. Denn er hat immer begriffen den Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Programm. Und insofern kann er nur eine Bestätigung sein, und kann auch eine Kräftigung sein, kann auch eine Hilfe sein. Es ist natürlich ermutigend, wenn zum Beispiel sehr wichtige Fernsehspiele, die wir zu historischen Themen machen, also etwa Aufarbeitung auch unserer jüngsten Vergangenheit, Drittes Reich etc., wenn wir dazu durch Grimme-Preise ermutigt werden, so etwas weiterzumachen. Das ist ein Punkt. Wenn aber auch vor allem nicht vergessen wird, ich sage jetzt mal, ein relativ kleines Einzelspiel, das sich mit einem Gegenwartsthema befasst, wenn das Ermutigung findet, denn auch dieses gehört dann zur Wirklichkeit und zur Abbildung der Wirklichkeit, zur Durchdringung von Wirklichkeit, denn unsere Fantasiespiele, die wir bieten, sind ja immer ein bisschen mehr als nur das direkte Abbilden, also des dokumentarisch Vorhandenen, sondern hier wird ja mit Fantasie eine Geschichte gestaltet und wie gesagt auch weiter fantasiert. Der große Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Recherchen in unsere eigene Geschichte. Aufklärung und Aneignung. Investitionen in die Zivilisation der Republik. Edgar Reitz sagt, dass er sich erlaubt hat zu träumen. Und das sei doch ein Glück in der Welt, dass da einer kommt wie er und sagt, ich habe geträumt und das kostet jetzt 5000 Mark. Und wir verfilmen das heute Nacht. Weiter nebeln, Helmut. Inhalt für alle eigentlich ist einmal das Verhältnis, das sie zu den Orten ihrer Kindheit haben. Das ist ein ambivalentes Verhältnis. Immer wieder raus aus der Heimat, rein in die Heimat. Hass, wenn man dort ist. Sehnsucht und Liebe, wenn man weg ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das immer wieder schmerzliche Gefühl, dass man zu Lebzeiten glücklich werden muss. Egal, was die Zeiten bieten. Begeisterung, Lächeln, wink mal eins. Das Filmteam trägt die Fackeln bei der Probe.
Dann wird es ernst und ein dafür bezahlter Trupp Komparsen übernimmt die Rolle. Geschichten aus der Heimat und vergessene Geschichten von der Austreibung ins Exil. Das kommerzielle Fernsehen investiert seine Werbemillionen in die Unterhaltung, in gewinnbringende, leicht zugängliche Amüsierlichkeiten. Rückkehr zum Rummelplatz. Im Kampf um die Zuschauer muss das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine Antwort finden. Welche Quoten sind notwendig? Wie viel Qualität können wir uns leisten? Jetzt, wo die Privatkonkurrenz das Fernsehen mitverändert, sicher auch das Fernsehspiel, ist er da eigentlich noch zeitgemäß, der Preis? Er ist jetzt erst recht zeitgemäß. Denn nun geht es ja irgendwann wirklich ums Eingemachte. Und ich finde, eine solche Instanz, die moralische Qualitätsinstanz, Mahnungsinstanz ist, uns immer wieder an die vorgegebenen großen Aufgaben zu erinnern, die brauchen wir jetzt erst recht. Denn natürlich die Versuchungen, in dem Konkurrenzgerangel den leichteren Weg zu gehen, auch mal die Qualität schon zu lassen und schneller an das große Publikum heranzukommen, sind groß. Frauen spricht man anders an als Männer. Deshalb gibt's bei RTL die Reihe Frauenschicksale. Große TV-Romane, ganz nach dem Geschmack unseres weiblichen Publikums. Aber der Chef des Fernsehspiels muss eben auch das Lore-Roman-Niveau fördern. Er muss auch das dulden, weil die Leute darauf einsteigen. Und das geht gegen sein Herz, habe ich mir einfach vorgestellt. Nein, nein, das... Weil es also, blöd ist. Ja, für es ist... Na, ja, sicher. Also wir müssen hier auch bei diesem, beim Fernsehspiel, das eben zur Primetime läuft und ein großes Publikum erreichen soll, keinen unmäßigen Quatsch machen. Wir müssen mit unseren Geschichten nicht schwindeln. So ist es dann doch nicht. Also ich denke, man kann schon im Maßstab sozusagen einer gewünschten Popularität auch auf die Standards halten. Das geht. Herr Walkes, noch 15 Sekunden. Ihre Jacke, die Mütze, die Rollschuhe. Und jetzt raus! Immerhin einen Adolf-Grimme-Preis in Silber konnte Otto Walkes heute Abend mit nach Hause nehmen. Weil er mit bescheidenen wie aufrichtigen Mitteln ausschließlich der eigenen Artistik vertraut, meinte die Jury in ihrer Begründung. Doch gleichzeitig war dies nur einer der wenigen Preise für leichtgewichtiges Unterhaltsames. War ein Fehler des Grimme-Preises, dass die Unterhaltung übersehen wurde? War ein Fehler. Es war übrigens immer nominiert. Das lässt sich ja aus den Akten. Das war schon 1964 und 1968 waren Shows nominiert, haben dann keine Preise bekommen oder in den seltensten Fällen. Es gibt diese berühmte Geschichte, dass die Vorsitzende der Jury, ich glaube, das war auch Anne Belitz da, Otto nur mit großem Widerwillen den Preis und die Urkunde überreicht hat, als er auf die Bühne gehopst kam. Das war eigentlich eine Sache, die nicht zum Grimme-Preis gehörte. Das hat sich dann mit Hans Janke, muss man auch sagen, wirklich entscheidend verändert. Er war ein Glücksfall für den Preis. Er war für den Preis in jeder Hinsicht ein Glücksfall, weil er dieses Kriterium Qualität im Populären auch durchgesetzt hat. Auf eine sehr diplomatische Art und Weise. Er hat es nicht nur behauptet, er hat aber auch die Jurys ja gar nicht direkt beeinflussen können, weil dafür sind sie zu unabhängig. Aber er hat in sehr vielen diplomatischen Prozessen, in sehr vielen Gesprächen, auch durch die Politik der Berufung, durch die Verjüngung der Jurys, dieses Prinzip durchgesetzt. Also der Journalismus in seiner haltbaren Form war, glaube ich, immer das Zentrum des Preises. Und daneben dann also die Kunst sozusagen, die Fernsehkunst, das Fernsehspiel und auch die Kultur und die Unterhaltung, ja, die hat beim Grimme-Preis eigentlich dasselbe nochmal durchlaufen
wie in den Apparaten selbst. Dort hatte sie zwar immer einen riesen Platz, aber sie war mit spitzen Fingern angefasst, Rotlichtbezirk. Und heute, wo sie ganz anders gefragt ist und zur Programmpromotion ganz anders beiträgt, sind diese Unterhaltungsleute nicht nur rehabilitiert, sie stehen ganz anders da. Und jetzt ist auch der Preis ein bisschen näher an ihnen dran. Und ich bin oft darauf angesprochen worden, ich habe es lange Zeit ein bisschen geheim gehalten. Ich möchte heute Abend hier bekennen, ja, ich habe Eltern. Hallo Mama, das ist meine Mutter. Mama, lass dich überraschen, der eigene Sohn kommt zu Weihnachten. Ich habe ein paar. So, mein Mann. Und die Oma ist auch hier. Advent. Das ist wirklich, ja, genau. Und wenn du bei Karel das immer siehst, dann sagst du immer, das gibt's doch nicht, dass die Leute das vorher nicht wissen. Das ist jetzt der Beweis, es gibt's. Bei den Ja, aber Eltern. Du hättest ja was sagen können. Was denn? Dass jemand zu Besuch kommt heute Mittag. Das ist kein Besuch, das ist Radio Bremen. Das ist kein Besuch. Das reicht. Das ist SPD, kaum Katholik da oben. So, das ist unser Kühlschrank. Also Harald, ich glaube, du spinnst im höchsten Grad. Das sollte man nicht denken. Ja, nur mal kurz, haben wir was im Tiefkühlfach auch drin? Nein, das ist unten Harald, um Gottes Willen, lass es sein. Das ist doch nur mal. Ich werde wahnsinnig. Wo gehen die jetzt hin? Die eigene Mutter rennt vor mir weg. Oben ist doch noch, du weißt doch ganz genau. Stimmt. Aber ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht sagen, du weißt ganz genau. Ich habe gesagt, wenn ich dich ganz spontan vor der Kamera frage, dann sagst du, ja, oben haben ich hab Mensch, die eigene ich bin Mutter. Doch, ich bin so, jetzt gehen wir einmal hoch. Nein, ich bin wirklich baff. Komm her, komm mit. So. Ach, Toni, sei doch so gut, komm her. Toni, das ist der Mann meiner Mutter und mein Vater. Wir haben das in einem Jahr zusammen hier zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist. Ich würde auf dem Sektor Unterhaltung Harald Schmidt und Harpe Kerkeling nennen, die eine Art anarchisches Fernsehen geprobt haben, wie es so vorher im öffentlichen Bereich, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht vorgekommen ist. Diese überfallartigen Interviews, das mit sich selbst spielen, das sich selbst auch nicht... Also die deutsche Fernsehunterhaltung hat mehr Schönes, Interessantes, Wichtiges, Lustiges hervorgebracht, als in Mal dekoriert worden ist, aber auch nicht sehr viel mehr. Aber so gesehen war es kein Zufall, dass Cartoon einen Preis bekam mit Loriot, weil der ja Fernsehkritik machte. Ja, oder auch Lagner. Oder auch der Scheibenwischer, mehrfach ausgezeichnet. Er ressortiert in der Unterhaltung. Kein schlechter Platz, wie ich finde, aber er ist eine politische Satire. Kabarett im Fernsehen. Ja, der Sumpfvogel, es tut mir leid, ist heute halt einmal keine singuläre Erscheinung. Es gibt halt andere Tiere auch in der Zoologie, nicht bloß ein Sumpfvogel. Ne? Und dass hinter dem Brachvogel, dass da einmal kein Lobby steht, ja mein Gott, wir sind in der Demokratie. Ne? Das ist ein Brachvogel, ein gewisses Restrisiko hat auch der Brachvogel. Ne? Nimmt ihn doch keiner ab. Ne? Was muss... Naja... Was muss denn der Brachvogel ausgerechnet im Donautal nisten? Ne? Seine Standarttreue, die bricht dem Vogel das Genick, aber es ist ja auch fast schon eine Form von Hausbesetzung. Ne? Verstehen Sie? Er stellt Sie dar und Sie sind bedrohlich. Er hat ja ein Gesicht. Also ich beneide den Menschen ja. Der kann ja gucken wie ein Schäferhundbesitzer wirklich, der seinen Schäferhund loslässt. Er kann wie Hitler gucken. Das kann ich nicht. Ich bin einfach ein Schlesier. Ich bin zu gutmütig. Ne? Dieser Kanal, mit Zustimmung übrigens des bayerischen Umweltschutzministers Dick, der gesagt hat, nur völlig intakte Landschaften können diesen Kanal überstehen. Das hat er so nie gesagt. Das ist eine Lüge. Das wird Konsequenzen haben. Sie haben sich ja direkt über den Sender diesmal an die bayerische Staatskanzlei gewandt. Herr Dick, tun Sie etwas. Haben die denn zugeguckt überhaupt? Nein, so wie mir erzählt wurde, hatten die an dem Abend gerade ein Fest und waren eigentlich ziemlich alle betrunken. Angesehen hat diese Sendung lediglich der Chauffeur von dem Minister Jaumann. Und der kam am nächsten Morgen und hat seinen Minister unruhig gemacht. Daraufhin haben sie sich zu großen Teilen diese Sendung angesehen und brachen in Empörung aus. Und Franz Josef Strauß soll gesagt haben, er will prozessieren, hat es dann nicht mehr getan. Das war das Letzte, was wir hörten davon. In den Staatskanzleien gibt es Leute, die auch das Fernsehprogramm beobachten des Jahres. Nehmen wir mal die Bayerische Staatskanzlei und in Mahl sitzt eine Jury. Was ist der Unterschied?
zwischen diesen beiden Gruppen, die Programme? Der Unterschied ist ganz einfach und das ist zugleich eben der elementare. Hier wird nach dem alten Geisendörferschen Motto gehandelt, Engagement ohne Eigennutz. Hier herrscht Ohnmacht, hier herrscht schöne Ohnmacht. Der Preis kann das nur, was er kann. Er kann argumentieren und was herzeigen. Er kann nur sprechen. Er hat ja nicht mal Geld zu vergeben. Nicht seinen Jurys und nicht seinen Laureaten. Hier herrscht ein immer politisches, immer auf die Gesellschaft bezogenes, immer an Kultur hochinteressiertes Engagement ohne Eigennutz. In einer Staatskanzlei oder in einer Parteizentrale herrscht das Interesse einer Partei, herrscht nicht Machtlosigkeit, sondern da sind eben Einflüsse möglich, Bewegung, da will man es in die Richtung haben, die man für die richtige hält. Weil ich diesen Preis auch für den Sammy mitnehme, der sich ja, wie bekannt, mit Ihnen gerangelt hatte, mit diesen Herren, um die Sendezeit, der unerschrocken um Sendezeiten gekämpft hat, teilweise mit Erfolg, teilweise weniger, dann muss ich sagen, wenn diese Herren sich ärgern, freue ich mich schamlos. Also es ist ja auch eine Selbstauszeichnung der Auszeichner dabei, bei solchen Gelegenheiten. Das ist das, wo wir uns am liebsten amüsieren, wobei wir uns am liebsten amüsieren. Immerhin, Biolek, will ich sagen, Bios Bahnhof hier ausgezeichnet, auch Otto. Auch Elke Heidenreich als Else Stratmann. Heute noch auf stolzen Rossen, morgen durch die Brust geschossen. Auch Klimbim, ganz erstaunlich, 75. Also schon auch ein Gespür dafür, dass Fernsehkultur, würde ich jetzt sagen, eben vor allem in der Unterhaltung erreicht oder verfehlt wird. Und für mich die Summe alles dessen, Ki Royal, wo es wirklich zusammenkommt, wo es geradezu, ich finde, genial zusammenkommt. Sag mal, hat die eine Meise, kauft die da Kriegsspielzeug oder was? Na, Spielzeug, glaube ich, das kannst. Schauen Sie, wie er abzischt, unser Lutz. Er ist genauso gut wie der Leopard. Ja, der schaut sehr gut aus, der Lux. Der gefällt mir. Was kostet denn der? 7,5 Millionen. Mark. Schweizer Franken, königliche Hoheit. Schweizer Franken. Ist da die Kanone mit dabei? Kanone ist immer extra, königliche Hoheit. Das ist viel Geld für einen Panzerreber. Da kriege ich ja schon fast einen gebrauchten Jagdbomber dafür. Das müsste Ihnen gar nicht sein, Jagdbomber, auch wenn er noch so schön ist. Sie dürfen nicht die einzelne Waffe sehen, Sie müssen das gesamte Konzept im Auge haben. Ich stelle Ihnen jetzt erst einmal das ganze System zusammen und dann reden wir in Ruhe über den Preis. Der Adolf-Grimme-Preis mit Gold für die Spielserie Baby Schimmerlos hätte seine helle Freude gehabt. Zum zweiten Mal ein Grimme-Preis. Allerdings nicht für die Schauspieler, sondern für Autor Helmut Dietl und Redakteur Jörn Klambroth. Die Serie Ki Royal, so sagt die Jury, im klassischen Sinne ist es hier doch ein Prüfstein, um den es gibt. Ein Maßstab, der fortgeschrieben wird, weiterentwickelt wird, aber der immerhin einen begleitet und der Auseinandersetzung fordert. Und das ist etwas, was wir uns unbedingt erhalten müssen, was unbedingt gestützt werden muss von allen, wenn wir nicht besinnungslos und bedingungslos sozusagen nur die Problemlöser einer neuen Medienzukunft werden wollen. Das heißt, für Qualitätsfernsehen werden bezüglich der Geldverwendung, sage ich jetzt so ganz apparathaft, ganz andere Argumente notwendig, qualitative Argumente, denn sonst kommt man in den Keller auf einem Markt, der geviertelt wird, wo die ARD ein Viertel hat, das ZDF ein Viertel und die Privaten, die privaten Kommerziellen die andere Hälfte. Dann muss man sagen, warum man so viel Geld dafür braucht. Und da sind unsere Argumente, sage ich jetzt mit dem Preis, sehr viel wert. Nicht taktisch, sondern substanziell. Von dem Glauben habe ich ein Stück eingebüßt. Also da sage ich ja, mit der Qualität müssten wir
argumentieren und die sei das Eigentliche, womit öffentlich-rechtliches Fernsehen legitimiert werde und damit eben auch weiterhin die Mittel, das Geld gesichert würden. Das würde ich gerne immer noch glauben, also ich glaube es noch, aber es überzeugt immer weniger Leute, wenn ich es so deutlich glaube. Also darin liegen ja die eigentlichen Leistungen des Preises, dass hier auf eine so genaue Weise über Programm gesprochen worden ist, wie nirgendwo sonst, also ich sage es wirklich, wie ich es meine, nirgendwo sonst. Alle anderen Mediendiskussionen in der Republik werden im Wesentlichen ohne Hinweise auf Programm bestritten. Da gibt es nur allgemeine Apostrophierungen, aber nicht Sendungen, Personen. Da kann man nur sagen, ja, Kultur, weiterhin im Fernsehen und so weiter, Anspruch. Aber nicht, was das heißt. Nicht mit Namen und Adresse. Da war vielleicht auch eine Illusion darin, dass man diese Debatte über den eigenen redaktionellen Bereich noch hinaustragen könnte. Das glaube ich heute eher nicht mehr. Also wir werden uns unseren Status öffentlich-rechtlich eben doch, wie gesagt, auch als tüchtige Marktanteilshalter erhalten müssen. Und diese Verbindung von wir haben aber das Fernsehen sozusagen der ersten Wahl oder wir haben das hochqualitative Fernsehen, das wird uns nicht honoriert, nicht so honoriert, wie es notwendig wäre, damit darauf. Beklagt nicht das wüste Programm, das da reingeschwemmt wird in die Wohnungen, den Müll, sondern sagt, das ist hart, aber es klärt die Situation, es ist ehrlicher. Was ist denn das Ehrliche und Positive dabei? Also das Ehrliche liegt darin, dass das Fernsehen uns die Gesellschaft so zeigt, wie sie im Grunde wirklich ist und sie nicht verklärt. Wir werden ja später noch auf eine Sendung kommen, die Fußbräuchs. Da wird eine Kölner Arbeiterfamilie gezeigt, die sehr gut verdienen. Das ist die Realität. Das ist die Realität in der Bundesrepublik und die Intellektuellen, wir sind die Ausnahme. Und ich glaube, dass wir uns das bislang nicht genügend verdeutlicht haben. Dass wir wirklich die Ausnahme sind und auch aus dieser Ausnahmesituation heraus agieren müssen und damit produktiver umgehen müssen. Man glaubt immer in seiner großen Präpotenz, die Leute müssten wirklich das sehen, was wir für gut und wichtig halten und wundert sich dann immer, warum das so wenige sehen. RTL und Sat.1 kapriziert, auf die sie ihre Programme im Wesentlichen zuschneiden, die auch übrigens über viel Kapital verfügen. Der Mann und die Frau arbeiten beide, die verdienen nicht schlecht, die kaufen Autos wie Nelly, kaufen sich ständig neue Couchgarnituren, neue Wohnungseinrichtungen, fahren in Urlaub, also sehr zugkräftiges Publikum für die Werbung, für die Fernsehwerbung. Ist Außentemperaturmesser für das Spiel, Weizbar, alles. Soziologische Erklärung, zu sagen, diese Leute um das Fernsehen insgesamt in unsere gesellschaftliche Zivilisierung, die hatten die Deutschen ja wahrlich nötig, doch viele, viele Investitionen gesteckt hat
und auch in Kontinuität und auch in der Kultivierung von Personal und von Köpfen, da ist viel gewesen. Nun klingt das sehr nostalgisch, wenn ich das alles so sage. Ich lege nur Wert darauf, dass es so war, dass nicht durch das, was heute zweifellos der Fall ist und wozu ich auch gehöre, die Geschichte annulliert wird oder noch nachträglich für im Grunde doch relativ belanglos oder überanstrengend erklärt wird.